Sie hatten beide alle Hände voll zu tun beim Kellerduell. Eduard Geier, Trainer des FC Energie Cottbus, und sein Kollege Lorenz Köstner von der Spielvereinigung Unterhaching. Die Bayern in rot-blauer Spielkleidung erwischten vor 10.500 Zuschauern im Hachinger Sportpark den besseren Start. André Breitenreiter nutzte bereits nach 6 Spielminuten den doppelten Blackout in der Lausitzer Abwehr und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Unterhaching, das bis auf den verletzten Dennis Grasso in Bestbesetzung auflaufen konnte, zeigte sich gewohnt kampfstark und konnte so die spielerisch besseren Cottbusser in Schach halten. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Oberleitner sogar der Treffer zum 2:0. Erst nach dem Wechsel agierten die Gäste engagierter und nutzten die zunehmende Nervosität der Hachinger Hintermannschaft zum 1:2 Anschlusstreffer durch Franklin Bittencourt. In der Schlussphase waren die Bayern dem dritten Treffer näher als Cottbus dem Ausgleich. Sehr zum Unmut ihres Trainers Eduard Geier, der die letzten Minuten als unfreiwilliger Zaungast erlebte.